Die Razzien bei den Kinox-TO-Betreibern haben für mächtig Wirbel in der Internetszene gesorgt und die Frage kam auf, darf die Staatsanwaltschaft eigentlich Honeypots betreiben? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und die häufigste Nutzerfrage, die uns in der vergangenen Woche gestellt worden ist, kam auf nach unserem Video zum Thema Razzien bei den Kinox-TO-Betreibern, was ihr hier nochmal sehen könnt. Und die Fragestellung war, darf die Staatsanwaltschaft eigentlich Honigtöpfe, Honeypots, betreiben? Worum ging's? Nun, es wurden ja die großen Kinoportale von der Staatsanwaltschaft oder beziehungsweise die Häuser durchsucht von den Betreibern dieser Kinoportale und es stand zur Diskussion, ob die Staatsanwaltschaft die Portale jetzt selbst betreibt, um dann die Nutzer zu erwischen, die eben noch die Portale besuchen. Und aus meiner Sicht habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft hier illegale Portale betreibt, um dann nur wieder Nutzer zu erwischen. Denn die Nutzer haben, so haben wir es ja in dem Video auch erklärt, überhaupt nichts Illegales gemacht. Vielleicht wollte man auch andere Beteiligte erwischen. Das hätte ja alles noch eine Diskussion sein können. Aber es gibt einen anderen Punkt, warum die Staatsanwaltschaft das sehr sicher nicht macht. Die Staatsanwaltschaft müsste sich erst einmal die Rechte einräumen lassen von sämtlichen Filmherstellern, die auf der Plattform Kinox.to zu sehen gewesen sind. Es hatte ja nur die GVU hier die Ermittlungen angestrebt, aber da waren noch viel, viel mehr Filme auf Kinox.to. Und wenn die Staatsanwaltschaft so ein Portal betreiben will, dann brauchen sie erstmal die Rechte von allen Filmherstellern, sonst würde die Staatsanwaltschaft selbst Urheberrechte verletzen. Und im Übrigen wäre auch das Aufzeichnen aller IP-Adressen viel zu weit. Man bräuchte einen richterlichen Beschluss und eine schwere Straftat. All das wird jedenfalls durch die Nutzer nicht begangen, sodass hier so eine globale Überwachung überhaupt nicht möglich gewesen ist und Honeypots seitens der Staatsanwaltschaft da überhaupt nicht denkbar sind. Also ganz, ganz viele Gründe, die dagegen sprechen. Wir haben es auch nochmal in einem längeren Text hier niedergeschrieben, wer das nochmal nachlesen will. Also von unserer Sicht aus Entwarnung. Wir gehen nicht davon aus, dass die Staatsanwaltschaft irgendwelche Honeypots betrieben hat. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, der Grund, warum die Seiten noch online sind, ist, dass man die Passwörter schlicht und einfach nicht gefunden hat und damit keine Kontrolle bekommt über die Server. Im Prinzip sind die Hausdurchsuchungen aus meiner Sicht ein bisschen zu früh an die Öffentlichkeit gelangt, denn es bringt ja nichts, die Portale jetzt noch online zu haben, eine mega Werbung durch zig Fernsehbeiträge für diese Portale gemacht zu haben und die Portale nicht offline nehmen zu können. Honeypots sind jedenfalls ganz sicher nicht. Das wollte ich hier in diesem Nutzerfragen-Spezial einmal geklärt haben. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, postet sie mit dem Hashtag FragWBS irgendwo in die sozialen Netzwerke. Ganz gleich, welches soziale Netzwerk. Wir werden diese Frage finden und schon am nächsten Sonntag hier beantworten, sofern die Frage viele Likes bekommen hat. Euch danke fürs Zuschauen, danke für eure Fragen. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.